Moin! Also, Teil 2, wie versprochen, es geht um die weiteren Modellgüterwagen aus unserem 1965er Katalog. Zuvor, ja, nochmal ein bisschen was zum heutigen Tage. Kennt ihr das auch? Also, das schleicht sich so ganz, ganz langsam ein. Das dauert auch eine ganze Zeit. Meistens so 5 bis 6 Jahre, bei anderen vielleicht auch mal 7 oder 8 Jahre. Aber irgendwann kommt der Tag, da seid ihr so verzweifelt, dass ihr tatsächlich zum Mediamarkt fahrt und sagt, oder zu irgendeinem anderen Elektronikmarkt eurer Wahl, weiß ich nicht, weil einfach euer Rechner überhaupt nichts mehr macht. Und ich denke manchmal, das ist irgendwie so eine eingebaute Sache. Ich meine, so ein Staubsauger, klar, ne, der geht dann irgendwann mal kaputt, weil der Motor so verdreckt ist, dass das nicht mehr funktioniert. Ein gut gepflegter Rechner hat sowas nicht. Also woran liegt das? Ist das immer diese ganze Software-Geschichte? Alles braucht mehr Ressourcen. Mich riecht das auf, echt. Denkt man zwar so, ja gut, okay, dann hat dich der Rechner pro Jahr vielleicht 100 Euro gekostet, ne? Aber am Ende des Tages ist das dann auch noch eine große Investition. So, ja, und dann steht das ganze Ding dann, kann man das sehen hier, unten, ich glaube so, ne? Dann sieht man, dass man den alten Rechner einmal zerlegt hat und dann gibt es da hinten was Neues, also natürlich unterm Tisch. Und dann ist man ja hoffentlich wieder glücklich. Gott sei Dank dauert das heutzutage nicht mehr ganz so lange, so eine Kiste einzurichten. Da bin ich ja einigermaßen froh gewesen und ich war schlau und habe meine alte Festplatte dafür schon beim anderen Rechner genommen, um meine Daten dort abzulegen. Natürlich auch nochmal gespiegelt in der Cloud. Aber so alles, was man an wichtigen Daten und Fotos und so weiter hat, habe ich immer auf einer separaten Festplatte gehabt. Die also rausgenommen, da reingekloppt, alles schick, alles tutti, läuft. Somit auch schnellere Uploads und schnelleres Rendering hoffentlich von den ganzen Filmchen, die ich so produziere. Und damit soll es dann auch losgehen. Ich muss hier mal meine staubige Brille aufsetzen, damit ich euch vorlesen kann, was denn auf der ersten Seite so Schickes über die Güterwagen von 1965 steht. Und wir beginnen mal mit dem ersten Wagen hier oben, denn das ist gleich ein, na, so ein Schätzchen, was nicht so ganz einfach zu finden ist. Hat damals immerhin auch 8,75 Mark gekostet, einen Haufen Kohle, der Autotransport mit Ladebrücke beladen mit Miniaturautos in Braun und die Brücke ist schwarz und das ganze Ding ist 11,5 cm lang und in 1965 in dieser hellblauen Verpackung verkauft worden. Und das schreibt Märklin da, besonders modellgetreue Wiedergabe, sämtliche Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch Vorentkupplung bleiben die Kupplungen auch nach Betätigung des Entkupplungsgleisstücks gelöst, was auch im aufsteigenden Teil des Ablaufbergs erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, dass die Kupplungen nicht mehr zurückfallen. Achso, hier wird einfach nur nochmal auf die Vorentkupplung der Modellgüterwagen hingewiesen, was natürlich auch eine gute Sache ist. Ich packe jetzt mal den 4613 aus, den Autotransporter hier in einer Kartonage von 1968 und dann, ups, sieht man hier das gute Stück. Ja. So ist das Licht gut, ne? Das gute Stück mit 4 ebenfalls Ford 12M und was immer wichtig ist, sind hier diese Halteklammern, da könnt ihr die sehen, weil die sorgen dafür, dass die Autos nicht
vom Wagen fallen, wenn ihr damit über die Anlage fahrt. Achtet da mal drauf, wenn ihr euch die gebraucht kauft, diese Wagen, diese Halteklammern, die werden nämlich mitunter zu exorbitant hohen Preisen gehandelt. Deswegen ist immer ganz gut, wenn alle vier da sind bei diesem Wagen. Mit Autos wird er relativ teuer gehandelt. Ich kenne jetzt den aktuellen Straßenpreis nicht, aber ihr könnt das mal bei eBay nachgucken. Unter verkaufte Artikel, nicht wie sie angeboten werden, sondern wie sie verkauft wurden. 4613 in vollständigem Zustand mit Verpackung. Ich sag mal, wenn du einen guten Preis kriegst, 35 Euro. Dann geht es weiter mit einem interessanten Wagen, den ich euch erst zeige. Der war 1965 neu, und zwar hat man sich dann an einen Spanier gewagt. 4640, auch mit 65er Verpackung in, ja, auch ganz schönem Zustand. Ich muss mal hier den Zeigestab, weil ich euch dann auch was Spezielles zeigen möchte. In ganz schönem Zustand. Ein Interfrigo der Transfesa, also Renfe, spanischer Güterwagen mit spanischer Bedruckung. Hier kann man auch sehen, na, da ist dann auch angedruckt. Ups, ich versuche. Da kann man dann auch Renfe lesen, was ja für die Spanier steht. Und hier gibt es so ein Ankersymbol. Ich weiß gar nicht, wofür. Weiß das jemand, wofür dieses Ankersymbol steht? Also, dass man da nicht den Anker wirft, wenn man auf der Hafenbahn fährt, kann ich mir denken. Ja? Ansonsten, ja, so ein bisschen, wie heißt der jetzt noch genau? Wie 4636 oder auch der 4620 Kühler, ne, oben mit Flettner-Lüftern, die gerne mal ein bisschen abgebrochen sind. Die sind hier echt noch gut bei dem angesetzte Bühne und hier Beeisungsklappe, wo dann das Eis in den Kühlwagen geschaufelt wurde, damit die Ware kühl wird. Zum späteren Zeitpunkt, ich habe jetzt nicht das Jahr nachgeguckt, aber ich habe ihn, weil sie bei mir beide übereinander stehen, habe ich den mal mit rausgenommen. Kam das gleiche Modell. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt ja sogar die Kartonage. Ich denke mal nicht. Ach, komm. Nee, 46. Kam das gleiche Modell nochmal in einer blauen Variante. Ich meine relativ spät, 68, 69. Dieser hier in, schaut ihn euch an, fast tadellosen neuen Zustand. Da ist wirklich nichts dran. Ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Also wirklich schönes Teil. In einem Royal Blau heißt es, glaube ich. So, weiter geht es auf der Seite 40 mit einem Bananenwagen, der jetzt mal nicht gelb ist, sondern hier auch von 1965. Als Neuheit der 4637, auch hier in einem sehr schönen Zustand, kein verschrammtes Dach, als Neuheit, schreiben die da irgendwas zu, ja,
Tenno Mais 59, Deutsche Bundesbahn, braun, Dach, Silber, beschriftet als Bananenwagen. Ja, das ist er. Bananen. Sehr schöne Beschriftung, also auch sehr vollständig gemacht. Kann man auch tatsächlich dann mal als Modellgüterwagen durchgehen lassen. Jetzt wird es etwas einfacher. Und zwar kommen wir jetzt zu einem offenen Güterwagen. Und zwar ein Franzose Typ TOW in Braun. Keine Neuheit 1965 und ja, eigentlich auch ganz gut zu kriegen, in einem schönen Zustand und mit falscher Bedruckung, sehe ich gerade. 46, 23, das hier ist kein 46, 23, der hier drin ist. Habe ich noch einen? Haben wir noch einen 46, 23? Leute, was ist passiert? 46, 38 haben wir natürlich. Jede Menge. Aber nicht 46, 23. Oder habe ich mich hier vertan? Und zwar hat der 46, 23 nämlich eigentlich so eine Bedruckung wie der 46, 38, nur in Rot. Blöd, ne? Man macht ja auch nicht. Man macht ja nicht immer alle Kisten auf. Und nur damit ich es auch mal eben zeigen kann. Ne, auch nicht. Ist kein Vergleich. Ist kein Vergleich. Egal. Dann suchen wir mal. Vielleicht, ich habe hier jede Menge 46, 38 oder angebliche 46, 38 und bin mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich alle grau sind. Wenn die nicht alle grau sind, ja. Das ist der. Natürlich sind die alle grau. Sicher. Klar. Also, ich muss noch mal nach einem echten 4623 gucken, weil nämlich die Anschrift hier, glaube ich, falsch ist. Sagt mir, wenn es nicht richtig ist, aber ich gucke. Also hier ist definitiv der falsche Wagen in der Schachtel. Ihr seht das hier auf der Verpackung, glaube ich. So, jetzt kann man es besser sehen. An der Beschriftung, und zwar genau hier. Ja, das ist nicht das. Da muss ich mal eben irgendwie gleich mal nachschauen, was das ist, und ich lege mir den mal an die Seite, was da los ist. So, das können wir machen, während das Video rendert. Ich denke mal, das ist ein 46, 39, ja, möglicherweise. Schauen wir mal. Also, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich will jetzt den 4625 haben. Der liegt hier auch schon. 4625 haben wir hier. Und zwar ein Behältertragwagen. Ja, mit der entsprechenden Nummer 4625. Und da fliegen mir so ein bisschen die Behälter entgegen. So. Mit, wo man dann im Gegensatz zu dem
4620 sehen kann, dass wir hier keine Bayer-Beschriftung haben, sondern eine VTG-Beschriftung mit Bremserhaus. Schöner Wagen in der Form. Jo. Gefällt auch nicht ganz so leicht zu finden, schon, aber nicht ganz billig, sag ich mal so. So. Der. Dann geht es weiter mit dem Rumwagen 4607. Habe ich hier einen, auch in blauer Schachtel. Da gibt es ja auch diverse Varianten und Formen. Sehr, sehr lange gebaut worden. Gab es mit Rung, ohne Rung und so weiter. Hier einer klassisch mit grauem Boden. Und hier unten seht ihr, da ist diese Schublade drin und da liegen die Rungen drin und die lassen sich dann einstecken. Ist auch keine Banane. Ist eigentlich ganz schön hier. Ja. Der ist nicht verzogen, denn die Dinger, je nachdem, wo die entsprechende Modelleisenbahn mal gestanden hat, haben die Angewohnheit, sich mal richtig schön zu so einer Banane zu verziehen. Habe ich auch einen von irgendwo rumliegen. Achtet darauf, wenn ihr sowas mal bekommt, dass die nicht verzogen sind, weil sonst ärgert ihr euch am Ende. So, weiter geht's mit dem klassischen Kühlwagen. Der ja fast 4620, ne? Der ja fast unverändert bis heute so gebaut wird. Klar, der Unterbau ist verändert. Die Bedruckungen sind auch etwas detaillierter mittlerweile. Und natürlich hat er heute Kurzkupplungen, aber ansonsten hat man damals eigentlich schon ein sehr schönes Modell gehabt, auch oben mit der Eisluke, ne? Wo dann auf beiden Seiten, wo dann der Wagen befüllt wurde. Schönes Modell. Ein weiterer Klassiker von der Seite kommt jetzt, 4600, ein Must-Have in jedem Güterzug mit Dampflokomotive. Daher auch die Diskussion, ob denn ein Insider-Jahreswagen unbedingt notwendig gewesen wäre als Güterzugbegleitwagen. Ich finde, Güterzugbegleitwagen, wenn man mehrere Güterzüge auf der Anlage hat, kann man gar nicht genug haben, wenn man Epoche 3-Fahrer ist, denn diese Dinger gehören einfach dazu. Und zwar nicht ans Ende des Zuges, sondern an den Anfang des Zuges. Und zwar hat der entsprechende Zugbegleiter oder das Begleitpersonal, Güterzugbegleitpersonal, hatte dann hier in diesem Wagen so einen kleinen Bollerofen und Schreibmöglichkeiten. Und hier oben gab es dann, kann man das auch sehen, dieses Guckloch. Wenn der Wagen dann gezogen wurde, dann hatte das Begleitpersonal halt eben Blick auf den Zug. Und zwar hier aus beiden Richtungen. Ne? Also in der Regel würde der so gezogen werden in diese Richtung und dann könnte man da hinten rausgucken und könnte beobachten, ob alles mit dem Zug in Ordnung ist. Schon damals sehr schön hier bedruckt gewesen und auch mit Türen zum Öffnen und Schließen. Das ist auch wirklich hier ein schönes Exemplar in einem guten Erhaltungszustand. Jo, 4600.
gehört mit in die Sammlung. Ein Klassiker. Was haben wir noch? Dann den 4601. Habe ich tatsächlich nur einen in noch roter Verpackung. Ich weiß auch gar nicht, ich habe sehr, sehr lange hatte ich den ohne Verpackung und habe nach einer Verpackung dafür gesucht. Ich würde mal sagen, allein schon da, was da an Schiebebildern drauf ist, ich muss sagen, es ist eine alte Variante. Einen jüngeren habe ich tatsächlich nicht gefunden. Hier steht auch noch, kann man auch noch sehen, geprägt. Jetzt müssen wir eben gucken, wie der früher hieß, nach der alten Bezeichnung. 311.1 ist da immer noch eingeprägt bei diesem hier. So, guck mal, da kann man es sehen. Ne? 311.1. Ja, hier die Markierungen für die Bremsen noch dran. Bremserbühne mit Bremserhaus. Diese Standardblechkiste, die da früher dran geflanscht war. Und das Ganze halt eben hier in einer Verpackung von 1957. 1957. Da schon ausgezeichnet als 4601. Ja, und dann ein 4639. Das ist dann ein Güterwagen der Niederländer offen. Und hier haben wir auch die richtige Beschriftung einmal hier. 4639. Da kann man die, zeige ich nochmal die Beschriftung. Ah, komm. Na. Wir gehen hier. Nee, nicht mich nehmen, liebe Kamera. So, da haben wir dann da die internationalen Beschriftungen alle drauf. Und so sollte das eigentlich bei dem französischen TOW auch sein. Vielleicht kann mich da ja eine aufklären, warum die Europ-Beschriftung dort fehlt. Ich weiß es nicht. Jetzt nach genauerem Hingucken. Ich gucke jetzt nochmal bei dem 4623. Wo ist er? Den habe ich doch hier gerade noch gehabt. Na, achso, hier ist er. Genau. Also, was mich ein bisschen stört, ist, also hier dieses Quadrat, das ist da, aber hier müsste nochmal die SNCF angeschlagen sein, genauso wie bei dem 4639. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Also vielleicht ist das auch ein 4623. Mir kommt es mir jetzt so langsam so vor. Nur auf der Verpackung ist der anders dargestellt. Bin mir nicht sicher. UIC. Kann man da irgendwas sehen? REV Europ-Beschriftung. Es bleibt mir ein Rätsel. Also vielleicht könnt ihr mich aufklären. Ich befürchte, da ist der falsche Wagen in der falschen Verpackung und ich muss mir noch mal einen besorgen. Dürfte aber jetzt nicht so wahnsinnig schwer sein. Was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt was was Längeres. Und den lassen wir noch da. So. Halt. Den lassen wir da. Und zwar kommt jetzt hier die ganz große Last,
Die weltberühmte Bahia-Kiste. Hier nicht als jene angedruckt, sondern mit Zielort Veracruz. Mal gucken, was hier jetzt auf meinem als Kiste drauf ist. Nein, ich habe die Bahia drauf. Dafür, also hier ist der Schwerlastwagen. Ihr kennt ihn aus der letzten Folge. Das Modell ist vom Aufbau her genauso wie der 4617. Hier in einer etwas gelblicheren Bedruckung auf den Drehgestellen. Ich glaube, das sind sogar Schiebebilder. Bin mir nicht ganz sicher. Und müsste da auch mal gucken, von wann der jetzt genau ist. Aber prinzipiell ein 4618, so wie er im Katalog war. Auch schön ausgelegt für den Märklin-Kran. Den konnte man hier oben anpicken. Und ihr kennt das, diese Kisten hier sind in der Regel komplett verzogen. Gleicher Effekt von dem, was ich vorhin gesagt habe über den Rungenwagen. Man hat das halt, wenn früher diese typischen Dachbodenbahnen aufgebaut waren, dann haben diese Dinger ihren Weichmacher verloren und haben sich richtig verzogen. Trick bei der Bahia-Kiste, ganz vorsichtig sich einen, also erstmal einen Block vorbereiten, der genau die Breite, die Innenbreite von eurer Kiste hat. Dann macht euch einfach heißes Wasser, die Kiste in heißes Wasser reinlegen, den Block dann vorsichtig da zwischenstecken und aufpassen, dass es nicht bricht. Und dann hoffen, dass dann die alte Form wiederhergestellt werden kann. Ich könnte euch jetzt hier aus dem Hintergrund einen von der Vintage-Anlage zeigen. Da ist die Kiste mir gebrochen. Shit happens. Aber ist bei dem Wagen jetzt nicht unbedingt so das ganz große Drama. Der ist ja relativ häufig und gut zu bekommen. So, was schon ein bisschen schwieriger ist, ist dann hier der kam hier. 4609 Planwagen. Ja. Oder Planewagen, 4609 Planewagen, hier leider mit einer angefressenen Flappe, aber dafür ist der Wagen in, hat auch schon ein bisschen Mäusefraß an der Plane. Ja. Ist eigentlich ein 4607 mit so einer aufgesetzten Plane, da ist so ein Drahtgestell drin, könnt ihr sehen, ne? Halt ein Planewagen. Ja. Muss mal gucken, ob ich nochmal einen schöneren finde. Dieser hier, der gefällt mir eigentlich. Was einem alles so auffällt, ne? Wenn man so ein Video macht. Unglaublich. Und wo man dann so bei der Sammelei gefuscht hat. Wahnsinn. Jetzt ein 4627, genau. 4627 war auch eine Neuheit 1965. Also 1965 hat es echt Neuheiten gehagelt bei Märklin ohne Ende. Habe ich hier in einer richtig schönen Verpackung und habe ich tatsächlich auch ein paar mehr davon. Auch die Verpackung ist von 665 aus meinem Geburtsmonat. Ist ja fast ein Geburtstagswagen. Jetzt habe ich den einfach mal gezogen. Ja. So. In ganz passablem Zustand, würde ich sagen. Ja.
mit diesen silbernen Lüftungsklappen. Eine ist runtergelassen, finde ich auch ganz schön. Ups. Ja, es ist ein GLMMEHS 57. Wer kann sich das merken? Unglaublich. Mit aluminiumfarbenen Lüfterklappen. Auch schön gemacht hier. Damals hat man schon auch mit der Bedruckung das ganz gut hinbekommen hier. Also der würde auch heute gefallen, wenn da einfach Kurzkupplungen dran wären. Ja, wer sowas machen möchte. Ich habe tatsächlich zwei Umbauwagen wieder zurückgebaut auf die alte Relax-Kupplung aus der Anfangszeit von meinem Digital-Layout. Da habe ich mal gedacht, ich muss mir mal von diesen MOBA-Adaptern welche besorgen und die Wagen auf Kurzkupplung umbauen. Da war ich noch nicht auf dem Trip, dass ich sowas gesammelt habe und habe die jetzt mittlerweile auch schon wieder zurückgebaut. So, dann haben wir, dann mache ich mal die beiden zuletzt. Wir haben ja letzte Woche über den 4603 gesprochen mit der Steinbeladung. Zwar hier der OMM 52, dann kommen wir jetzt zu 4602 und 4604. Die sind soweit auch identisch. 4604 dann allerdings mit einer Steinkohlebeladung. Ja? So. Das ist 4604. Ich finde nach wie vor heute auch immer noch ein sehr, sehr schöner Wagen, der mir gut gefällt und habe ich auch tatsächlich mehrfach, um dann mir da den ein oder anderen Zug zusammenzustellen. Und man findet den mit und ohne Beladung recht häufig im Gegensatz zum 4603, wo man wegen der Beladung relativ lange suchen muss. Und vielen Dank, so ein Video ist ja immer eine tolle Sache. Ich konnte dann tatsächlich einen 4603 mit Beladung bei Kleinanzeigen kaufen zu einem mit Verpackung, zu einem Preis, der ja auch fair ist. Hier, ich kann euch überzeugen. Da ist er, in roter Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob es den jemals in blauer Verpackung gegeben hat, weil ich habe da schon öfter nachgesucht und ich habe den immer nur in roter Verpackung gesehen. Jetzt habe ich eine Verpackung, sehr schön, und zusätzlich dazu einen Wagen, auch klasse. Vielen Dank für den Tipp. Das hat echt geholfen, das Ganze hier etwas zu vervollständigen. Wo ich gerade bei den Tipps bin, bei dem, was war das? Der Italiener ist ein 2550, ne? Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich meine 4650 oder 4550, ich meine 4550 ist der italienische Spitzdachwagen in Rot, den ich ohne Verpackung habe. Ich habe jetzt welche gefunden, ebenfalls bei Kleinanzeigen, einen in Rot und tatsächlich auch noch einen in Silber. Ich hoffe, der Inserent mit dem Roten meldet sich dann tatsächlich auch mal, weil ich habe den angeschrieben. Gut, nix, ne? Bei dem Silbernen, da habe ich jetzt Erfolg gehabt und ich hoffe, dass ich den Ende nächster Woche dann habe. Daumen drücken. So, genau. Dann haben wir noch, so, die mal weg. 4614, nochmal ein Behälterwagen. So, und das sind auch damit die letzte Variante
hier dann mit Haus-zu-Haus-Behältern auch in schönem Zustand, wie ich meine. Mal gucken. Komm raus hier, du Biest. So, genau. Ja. In einem wirklich ganz schönen Zustand. Hinten auch mit dem Bremserhäuschen, die Bremszeichen an der Seite. DB Haus zu Haus, von Haus zu Haus steht sogar drauf, ne? Kann man hier lesen, da. Da ist es von Haus zu Haus Container. Hier noch die Griffstangen an der Seite. Ein tolles Modell. Und auch wieder, was ich auch aus der Zeit halt eben toll finde, dass man da doch noch sehr viel an Jugend und an Kinder gedacht hat. Denn durch diese ausziehbaren Hebegitter oder wie man das auch immer nennen kann an den Behältern, könnte man den super wieder für den Märklin-Kran benutzen. Tolle Sache. So. Was haben wir dann? Dann haben wir noch einmal einen da, 4612. Und zwar den Autotransportwagen unbeladen. Gute Sache. Kann man dann seine tatsächlich, oh, habe ich auch wieder Glück gehabt, habe ich einen erwischt, mit allen Halteklammern. Da kann man dann auch seine eigenen Viking-Modelle draufstellen. Der hat auch einen guten Zustand, nichts verbogen. Häufig findet man ja so Wracks, ne, wo dann alles, das Obergeschoss abgebrochen ist und so weiter. Bei diesem hier noch schön zu sehen, auch da die Ursprungsbezeichnung 315er Reihe, 315-4, hier, ne? Immer noch eingeprägt in dieser Variante. Ja, OTT 52, die Einreihung dieses Wagens bei der Deutschen Bundesbahn. Davon wurden sehr, sehr viele gebaut, nicht nur im Modell, sondern die wachsende deutsche Autoindustrie brauchte natürlich Transportwagen, um für den Export alles nach Emden zu schaffen oder quer durch die Republik zu fahren, damit das Volk Autos bekam. Jetzt kommt besagter 4638, wo ich einige von habe. Und tatsächlich habe ich dann gerade beim Durchgucken auch festgestellt, das ist jetzt hier einer, oh, der hat schon ordentlich auf den Schienen gestanden. Da habe ich ja 4 Stück von. Die Grautöne des Modells sind durchaus auch unterschiedlich, ne? Also ja, ein offener Güterwagen Typ 1215A belgischer Bauart. Oder so, das sind ja alles UIC-Wagen und die dann gerade in den 60er Jahren, nachdem die EWG am Start war, hat man sich dann ja darum bemüht, einen möglichst großen europäischen Güterwagenpool zusammenzustellen. Damals Europa gerade noch in der Entstehung und weit entfernt von dem, was wir heute kennen. Und man glaubt gar nicht, was es alles in Europa gibt, außer Gurkenverordnungen, was wirklich eine tolle Sache ist. So. Das wollte ich mal gesagt haben. Und jetzt zu guter Letzt, nee, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber jetzt kommen so Spitzenmodelle,
Und zwar ein Klappdeckelwagen KKT 57 Deutsche Bundesbahn in Braun. Tere, ein schönes Modell. Heute auch noch relativ teuer, was auch für den offenen gilt. Und was bei diesem hier damals schon war, hat den schon mit Alterung gemacht hier oben. Cool, ne? Und man kann den durchaus auch beladen. Also, ja, sehr schön. Der geht auch heute noch gut, ne? Ja, Kupplung ein bisschen mit Rost. Müsste ich auch mal einstellen. Der läuft bei mir halt ganz selten. Weil so als einzelnes Teil. Ja. Und ich stelle auch fest, ich muss mir mal einen Tag nehmen und Achsen reinigen. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, die man in Angriff nehmen könnte. Also Kalk oder alles, was so an staubigen Gütern da war. Damals schon teuer, 9,80 Mark für den Wagen. Ist ein Haufen Kohle, ne? Heute kostet ein OTZ 50, der 1965 auch neu war. Genauso übrigens wie der belgische Graue und der Klappdeckelwagen. Also auch alles Neuheiten von 1965. Ganz wichtiger Katalog. 4624 Erz 3D in einer Verpackung, Herstellungsjahr 1965. Auch hier mit Alterung oben am Rand. Erz 3D. Sehr, sehr geiles Modell für die damalige Zeit. Und auch heute noch ein begehrtes Modell, gerade erst im Handel gewesen, dieses oder teilweise immer noch zu finden, dass der große, dieses Display-Set mit den Epoche, was ist das? Epoche 5, glaube ich, Erzwagen von Märklin, die gerade im Handel sind oder noch im Handel sind. Ja, oh, da lässt sich Märklin sogar dann bei den beiden Modellen noch mal ein bisschen aus. Bei einer Anzahl Großgüterwagen wurden feste Abdeckungen angebracht, damit auch witterungsempfindliche Schüttgüter, zum Beispiel Getreide, befördert werden konnte. Also alles, was ein bisschen staubig und nicht nass werden durfte, konnte man in den Großgüterwagen dann transportieren. Also der Klappdeckel KKT 57 und dann der OTZ mit der Beschriftung Erz. Ist natürlich bestimmungsgemäß für Erz. Die Wagenart wird im internationalen Verkehr zur Beförderung von Kohle, Koks, Erz und so weiter verwendet. Der Einsatz erfolgt in der Regel in geschlossenen Großraumzügen, Langer Heinrich zum Beispiel. Ganz wichtig für die damalige Montanunion, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Niederlande, wo dann ganz viel ja, an Erz transportiert werden musste. Denn wir brauchten Kohle und wir brauchten Erz für den Stahl. Ne? So. Jetzt sind wir schon auf Seite 42 und Seite 42 zeigt natürlich ganz prominent die amerikanischen Güterwagen. Denen würde ich aber gerne
ein gesondertes Kapitel widmen, weil die Amis eigentlich nicht für mich so wirklich da reingehören. Also die Amis sind nochmal separat zu betrachten und da mache ich mal ein kürzeres Video drüber. Dafür haben wir hier noch einmal den 46, 21, 22 und die 36 zum Schluss. Und da fangen wir mal mit der 46, 21 an. Wo ist sie? Wo ist sie? Da habe ich sie hingelegt. Und ich guck mal, was ich hier habe. Spannend ist, dass bei... genau den wollte ich nämlich jetzt nicht zeigen, sondern den. Der ist abgebildet. 46, 21. Der Schwerölwagen. Heute auch immer noch ein sehr interessantes Modell. Auch sehr schön detailliert gemacht und auch heute noch teuer. Genau, das ist ein KSL 3504 der DB. 13,1 cm Länge, kostete damals 7 Mark. Und diese Schwerölwagen wurden überwiegend im internen oder für den internen Gebrauch bei der Bundesbahn eingesetzt. Ja, also das waren schon mal häufig als Bahnbetriebswagen. Und warum sich der jetzt hier gerade ein bisschen vom Chassis löst, weiß ich auch nicht. Egal. Also husch husch zurück ins Körbchen. Gab es übrigens auch immer oder gibt es immer noch, war sogar mal Klassiker und dann eine Kurzkupplung für die aktuellen Varianten. Ich wollte euch noch die Variante mit der Märklin-Bedruckung zeigen. Da habe ich nämlich auch einen, der in wirklich schönem Zustand ist, wo das Weiß auch sehr weiß ist und die Bedruckung auch nicht so abgeschrammt. Kann ich euch zeigen hier. Märklin Schwerölwagen hat übrigens die gleiche Nummer in Weiß. Kam aber erst Ende der 60er Jahre raus. Witzigerweise wurde auch für diesen Wagen, der sehr, sehr lange gelaufen ist, der war 4621 auch in der gleichen Verpackung. Also hier, den gibt es nicht als bedruckte Verpackung mit der Märklin-Bedruckung, sondern nur in dieser 4621 Verpackung. Und der hat auch nie eine hellblaue Verpackung erhalten, meines Wissens. Dann haben wir den 4622, auch ein schönes Modell, und zwar ein Silowagen. Wo ich gerade... mal schauen muss, warum der... Was ist denn da passiert? Ist der so? Das ist doch da reingedrückt, oder? Das ist da. Okay, schaut euch mal den Wagen an. Ein Silowagen. Meines Erachtens, bin ich mir nicht ganz sicher, gehören doch diese Aufstiegshandläufe, die müssen doch eigentlich da außen fest sein. Da muss ich gleich mal nachgucken. Also auch schön oben so mit angedeuteten, na komm, jetzt mal hier. So, der Kalk da oben ist angedeutet. Finde ich ganz gut. Ein KDS 54. Hatte ich letztens ja erst vorgestellt als Zuckerwagen, ne?
Ich verstehe das nicht. Was ist das? Den habe ich jemand auseinandergenommen oder so? Ich muss mir den angucken. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Okay. Das. Und dann zu guter Letzt geht es nochmal um des Deutschen und auch Skandinaven liebstes Gebräu und der Dänen im Speziellen. Ein dänischer Bierwagen, Carlsberg, in noch hübschen Bedruckung und ja, jeder weiß es, Bierwagen gibt es natürlich wirklich ohne Ende. Hier auch ein ganz normaler 4620, unverändert, nur mit einer anderen Bedruckung, insofern eine Farbvariante, aber Zustand wirklich sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, wir sind durch. Offen sind jetzt noch die Amis sind noch offen und ja, die mache ich mal in einem gesonderten Video, ob ich sie jetzt als nächstes gleich mache oder ob ich als nächstes nochmal was anderes mache. Vielleicht mache ich auch mal wieder eine Log-Vorstellung. Mal sehen. 51 Minuten auf der Uhr. Wahnsinn. Und wieder so ein One-Take gemacht. So, wollen wir mal gucken, ob das Ding auch schnell hochgeladen ist. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns bis dahin und tschüss, ne?